Liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum FM12 und ja, wir spielen gegen Hansa Rostock. Vierter Spieltag, es wird Zeit, dass wir langsam Punkte einfahren und die Mannschaftsstärke spricht eindeutig für uns. Und es wird Zeit, wie gesagt, für Punkte. So, ich habe ja im letzten Spiel die Aufstellung, im letzten Part die Aufstellung überarbeitet. Topspiele stehen nicht an, 1 gegen 7 ist nicht wirklich ein Topspiel. Ich habe die Aufstellung auf ein 4-2-3-1 geändert. Das klassische System, was im deutschen Fußball heute praktiziert wird. Und ich überlege gerade, ob man hier nochmal austauschen sollte, aber ich denke eher nicht. Domovčiški soll jetzt als linker Mittelfeldspieler geschult werden. Gehen wir gerade vielleicht nochmal in die Nachrichten. Oh, wir reden erstmal mit den Spielern. Das ist natürlich wichtig. So, wer hat eine schlechte Moral? André Hoffmann. Können wir nicht mit ihm reden. Baljak, den kann man nicht sagen, dass die Mannschaft klasse ist. Großes Lob für Fromlowitz. 5 Moralpunkte für ihn. Jula. Bis zum Spiel von Anfang an dabei. 3 Moralpunkte für ihn, das ist ganz gut. Pleatsikas. Brauchen wir in Topform. Domovčiški. Auch ihn brauche ich in Topform. Beberovic auch. Ihn. So. Genug mit dem Team geredet. So. Vielleicht. So, ich denke mal, so gehen wir ins nächste Spiel rein. So. Die Ausstellung stimmt. Taktik. Stimmt. Taktik. Passspiel meistens kurz. Angespielt ohne Vorgabe. Detailliert. Variabel. Ecken machen wir auch gemischt. Genau, das Passspiel machen wir geduldig. Einfach warten ein bisschen ab. So, und jetzt geht's rein. Gegen Hansa Rostock. Wir werden nicht verlieren. Das muss jetzt das Ziel sein. So, los geht's. Ja, Anpfiff in der ersten Halbzeit. Und es geht auch mal gut los. Pliatsika zirkelt den Ball über die Mauer auf die rechte Ecke. Doch Kevin Müller ist auf dem Posten und faust den Ball zur Seite weg. Wir müssen hier, wie gesagt, aufpassen. Rostock ist auch nicht ganz ungefährlich. Auch wenn die dieses Jahr vielleicht in die dritte Liga abgestiegen sind. Ungefährlich ist dieses Team nicht. Das hätte auch. Die hätten mit ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Qualität hätten sie durchaus die Klasse halten können. Ist nicht passiert. Aber hier im FM 12 ist alles anders. Und jetzt haben wir vielleicht hier die erste dicke Chance. Und Tor! Jula! Da liegt aber zum ersten Mal im Netz. Emil Jula wurschtelt sich im Strafraum durch. Michael Wiemer greift durch ein und Timo Pell fälscht den Ball noch etwas ab, sodass dieser zum Einzelnen zorpelt. Gut, dass wir mit Jula geredet haben. Es steht 1-0. Wichtig, die Führung hier. Šukalo in der gelben Karte. Im Zweikampf gegen Mohamed Latay das Bein etwas zu hoch gehoben. So weiter agieren ist ganz gut, sagen wir auch dem Team. Verflacht jetzt ein bisschen das Spiel, aber nochmal eine Chance, 2-0. Sauber. Šukalo. Goran Šukalo sieht, dass Kevin Miller etwas zu weit vor seinem Tor steht. Er schaut kurz und hebt den Ball dann über den Verdutzten heute genau unter die Latte. Wolfgang Wöller steht konsterniert am Spielfeldrand. Gelb für Joresch, der geht zum Schiedsrichter und fordert mit einer Einwilligung, es geht die gelbe Karte für Panwitz, dessen Trainer regt sich darüber entsprechend. Und Schiedsrichter Helwig findet das auch nicht gerade gut, der Duisburger sieht zurecht, Gelb für diese Unsportlichkeit. Aber wichtig, dass wir 2-0 führen gegen Hansa Rostock. Gibt noch eine Minute oben drauf. Und ich denke, dann können wir mal erste Wechsel vollziehen. Pliatsikas hat eine 3,5. Lassen wir Zvonko Pamić ran. Domovčiški auch nicht gerade sonderlich gut.
Gucken, ob Ex-Lager irgendwie im Linkmittelfeld spielen kann. Ja, das kann er, das kann er, das ist ganz gut. Lass mal lieber rechts agieren. Rosinski ist noch nicht gerade sonderlich fit. Oder Burak Can Kunt, das wäre doch mal eine Möglichkeit, dem Talent nochmal hier eine Chance zu geben. So sieht's aus. Bringen wir ihn rein. Ich lehne mich jetzt ziemlich weit aus dem Fenster. Aber ich hoffe und denke, dass das Spiel geritzt ist. Loben wir noch die entsprechenden entscheidenden Leute. Das Team müssen wir auch loben für diese klasse Vorstellung. So, weiter geht's. Den Rest lassen wir einfach warm laufen. 2-0 gegen Rostock. Das ist gut, das ist gut, das gefällt mir. Jetzt verflacht das Spiel, das ist auch gut. So, das habe ich mir eigentlich so vorgestellt, dass wir jetzt ein bisschen das Tempo rausnehmen, aber auch hinten nichts anbrennen lassen. So soll es eigentlich sein. Konzentration jetzt noch. Rostock schmeißt natürlich schon mal alles nach vorne. So, und dann wechseln wir, denke ich mal. Nehmen Kevin Wolze raus. Und bringt Daniel Reiche. Der kann zwar nicht am linken Verteidiger spielen, aber ich denke mal, es dürfte so passen. Für die letzte Viertelstunde, wo hier eigentlich nichts mehr anbrennt. Ruhig jetzt, jetzt keine rote Karte mehr kassieren. Das wäre unnötig bei diesem Spielstand. Eine Halbzeit ohne Chancen. Matthias Holz, der sieht aus wie so ein Penner mit einem langen Bart. Der ist ja jetzt inzwischen ab, der hat ja einen Einsatz wieder gekriegt vor, weiß ich, 2 Monaten oder so. Aber im FM haben sie halt noch dieses Bild drin. 10 Minuten noch, es sieht nach dem zweiten Saisonsieg aus. Ein mittelmäßiger Start in diese noch so junge Zweitligasaison. Rostock hat sich aufgegeben, da passiert nicht mehr viel. Da passiert nicht mehr viel. Gibt nochmal Geld für Björn Ziegenbein. Und dann müsste hier jetzt auch gleich Schluss sein. So ist es. 2-0 Sieg über Hansa Rostock, liebe Freunde. Wir sehen uns im Nachbericht. Bis dann.